Wir kommen heute noch zu einem neuen Spiel, einem neuen Clicker-Game, das bei Steam veröffentlicht wurde. Und das Spiel nennt sich Epic Clicker Journey. Und ich werde jetzt mit euch zusammen das erste Mal mir das Spiel anschauen und mal sehen, wie die einzelnen Spielelemente dort zusammengestellt sind und was ich da tatsächlich anstellen kann. Also auf ins Spiel. Okay, als erstes Musik aus. So, Effekte ein bisschen runternehmen. Kredite. Ah, gibt gleich die erste Errungenschaft. Who are they? Das sind die Entwickler und der Publisher. Okay, beenden wollen wir das Spiel jetzt noch nicht, aber noch ein bisschen leiser. Okay. So hoffe ich, dass das alles ausreicht und ihr mich dann trotzdem gut hören könnt, wenn es dann gleich sicherlich ans Klicken geht. Also dieses Teil ist wohl das erste Level und ansonsten soll es hier irgendwie 20 verschiedene Stufen, Level oder irgendwas geben. Was ist das? Okay. So. Das sind wohl die ersten Monster und es soll ganz normal geklickt werden. Waffen und Panzer sind deine Ausrüstung. Verbessere sie durch das erhaltene Gold und sie werden sich als unabdingbare Hilfe im Kampf erweisen. Okay, eine Goldmünze habe ich jetzt gerade eingesammelt und ich kann jetzt, steht aber noch nichts da, was die Dinger machen. In der anderen Hand kannst du eine Waffe oder ein Schild halten. Du kannst es jederzeit wechseln. Bemerke, dass das Schild die Blockstatistik benutzt. Jeder der Punkte blockiert hier genau einen Damage. Ach so, die greifen mich an. Okay. Statistiken, Damage, alles auf 0. Points, 50, das sind meine Lebenspunkte. Und sie verliert im Moment schon von alleine ein Damage, ohne dass ich irgendwas machen muss. Okay, mit den anderen Sachen kann ich nicht interagieren und das ist im Endeffekt ein Totenschädel, ist wahrscheinlich, dass ich jetzt ein Monster umgebracht habe. Und das ist jetzt das zweite, ja. Habe ich jetzt schon zwei Münzen bekommen. Ja, die Münzen, also beziehungsweise die Golddinger und Münzen kann man also gegen Echtgeld kaufen. Weil klar, es ist ein Free-to-Play-Spiel, irgendwie müssen sie sich finanzieren. Mal schauen, wie das Ganze dann aufgeht. Okay, also das sind die Waffen. Kein Gegenstand in der Tasche und eine neue Tasche kaufen. Im Moment habe ich drei und stelle einen Kumpan ein. Okay, das sind Lebenselixiere, Schlüssel und ab 100 bzw. 102. Aber das sind die Monster, die ich bisher gekillt habe. Das heißt, die kann ich dann als Kumpan einstellen. Dann muss der Gordon als Zombie-Crasher. Okay, jetzt sind es drei gewesen. Das heißt, der kann jetzt ja auch eingestellt werden. Okay, soweit so gut. Ah, hier unten habe ich noch einen Erfahrungsbalken. Hier kann ich abhauen. Ich nehme die Lautstärke noch mal ein bisschen runter. Okay, so ist besser. Ah, okay, der greift mich jetzt so stark an, dass ich tatsächlich Lebenspunkte verliere. Ist natürlich nur die Frage, was passiert. 75 Defense. Aber das ist. Ah ja, richtig. Sollte dann die Angriffsstärke mal verbessern, damit ich hier mehr Schaden verursache. Weil sonst brauche ich natürlich ewig, bis ich die einzelnen Monster gekillt habe.
Okay, mit jedem weiteren Level bekommst du Punkte, mit denen du deine Basisstatistik vergrößern kannst. Okay, genau, ich habe jetzt hier die erste Level erreicht und 3 Punkte zur Verfügung. Damage vergrößert die Verletzung durch Klicks, also den Schaden, den ich ausmache. Die DPS pro Sekunde, also Damage per Second, ist dann die Automatenverletzung. Death vergrößert die Menge der Lebenspunkte, die werden anscheinend entweder pro Levelaufstieg oder eventuell anderweitig wieder zurückgesetzt. Und Luck vergrößert die erreichte Gold- und Schlüsselmenge. Okay. Also machen wir mal DPS pro Sekunde, damit da einfach ein bisschen mehr automatisch passiert. Okay, Cool Bastard, starte aus. Die meisten Gegner haben Schwächen. Finde sie heraus, um ihre Verletzungen zu vergrößern. Um das zu erreichen, musst du die Gegenstände sammeln, deren Text zu der Beschreibung deines Gegners passen. Ah, okay. Manche Gegenstände sind aktiv, erst recht aus, wenn du sie anklickst, um ihre gewaltige Stärke zu entdecken. Okay. Gehe weiter zur Mappe. Mappe, Map. Du hast noch eine weite Reise vor dir. Du musst alle Gegner besiegen, um in das nächst schwere Level zu gelangen. Den Fortschritt deiner Abenteuer kannst du in der unteren Ecke der Mappe, der Map, verfolgen. Ah, okay, also dieser komische Totenkopf ist also dieser Fortschrittsbalken hier unten. Hier habe ich, du brauchst einen Schlüssel, um den Ort freizuschalten. Geh ins Geschäft. Also da kann ich Schlüssel gegen Geld bzw. gegen Diamanten kaufen. Und hier kann ich natürlich die Viecher kaufen. Also den 6 DPS kann ich nur gegen Diamanten kaufen, während ich die anderen auch gegen Gold kaufen kann. Und ja. So. Also hier sind die Lebenstränke und die Schlüssel. POS2, ist das hier die Position 2? So, es sind jetzt schon 550. So, auf jeden Fall geht auch der Schaden schon ziemlich schnell runter. Also beziehungsweise ja, meine Lebensenergie. Die Frage nur, was passiert, wenn ich tatsächlich sterben sollte? Ob ich dann irgendwie einen Cooldown habe oder irgendwas, bis ich dann weiterspielen kann. So, hiermit kann ich sie abblocken. So, Erfahrung 16 von 18, das heißt, da habe ich jetzt auch wieder ein Level dazu gewonnen. Jetzt ist hier natürlich noch die Frage, also hier kann ich entweder mehr Angriff oder Verteidigung machen. Und ich heile bereits wieder. So, Cool Bastard, das ist noch der eine. Aktuell 28. Jetzt habe ich 6 Restpunkte da, ich bin schon Stufe 4, bin gleich 2 Stufen aufgestiegen insgesamt. Gain Experience. Ja, aber es wäre vielleicht irgendwie noch interessant. More Fellow DPS und Eat Me. Okay, aber wann kann ich jetzt welche? Okay, das heißt, wenn ich draufklicke, dann werden die benutzt. Das heißt, sie sind dann nicht dauerhaft da. Und der Cold Bastard ist wahrscheinlich einfach nur ein Schutz. Die Mixtur hilft dir im Kampf, ihr Gebrauch heilt dich, indem sie dir maximal 2000 Lebenspunkte zurückgibt. Also sollte ich die am Anfang möglichst nicht verwenden. Jetzt hast du eine Mixtur verwendet. Jetzt hast du eine Mixtur verwendet, sie gut überlegt. Ja, also erst wenn ich mindestens auch 2000 Gesundheitspunkte hoffentlich habe. So, hier ist jetzt ein etwas anderer mit einem Goldkugel obendrauf. Jetzt gucke ich nochmal zurück, was jetzt hier eigentlich passiert. Okay, die gehen so schnell weg, dass die überhaupt keinen Schaden anrichten. Das heißt, das ist die Möglichkeit, dann einfach zu grinden. Und ja, Erfahrung geht es auch dabei.
Also alles ziemlich einfach. Das heißt, hier kann ich mal noch die DPS pro Sekunde noch ein bisschen erhöhen und eine Kiste gibt es trotzdem. Also dann Cold Bastard, habe ich den ja zweimal hier drin. Kann ich den ja auch einmal verkaufen. Gain XP, starte aus und Fire in your eyes, Smoke in Davata. So, das ist, scheint nicht zu klicken zu sein. Warum kann ich nicht gleich hier drin nochmal neu spielen? Wäre doch viel einfacher, wenn ich hier direkt das aktivieren kann. Jetzt kann ich mir ja mal einen von meinen Kumpanen einstellen. Also 150 warte ich mal noch ab, bis die voll sind. Und dann hole ich mir den Professor. Aber hier tauchen auch noch andere auf anscheinend. Okay, wieder eine neue Kiste. More for less. Und einem Sony. Ah, okay, jetzt kann ich nichts mehr einpacken, weil ich habe nicht mehr genug im Rucksack. Dann mal gucken, wie viel XP ich dafür bekomme. Gar keinen. Hat nicht funktioniert. Okay, erstmal den Kumpan einstellen. Okay, jetzt habe ich hier auch die nächsten von der zweiten Stufe natürlich. Aber ich mache jetzt erstmal den von der ersten Stufe und hole mir den dazu. Ein Animal Trainer, eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Und den kann ich jetzt auch aufleveln. Aber ich kann mir nur einen Kumpan jeweils dazu holen. Okay, dann mal gucken, was passiert, wenn ich die More Fellow DPS aktiviere. Ah, Moment, die sind zeitbezogen. Ja, dann brauche ich die ja nicht zweimal zu aktivieren. Oder doch? Ja, aber die alle zu verkaufen wäre ja auch blöd. Okay, jetzt habe ich gleich drei ausgegeben und einen More for Less. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Gehe weiter zur Karte. Also es ist noch ein bisschen unübersichtlich, wie und was diese ganzen Teile dann tatsächlich machen. Dann gehen wir jetzt nochmal in das Level und lassen das nochmal durchlaufen. Ich habe ja immer noch, okay, einen Post habe ich schon bekommen. Dann jetzt mal die Damage noch ein bisschen hochfahren. Okay, ich mache jetzt 31, beziehungsweise wenn ich das richtig gesehen habe, ist 90 sogar schon mein Komplettschaden. Das heißt, den kann ich noch ein bisschen verstärken. Und mal sehen, meine Ausrüstung ein bisschen verbessern. Genau. Achso, das verbessert sich dann selbstständig nochmal mit. Das heißt, dann wird die Ausrüstung nach und nach besser, weil die hat jetzt schon Post 2. Kann ich entweder Damage oder Block hochspringen. Mal gucken. I like big butts. Fast food. Ja gut, dann verkaufe ich das Zeug erstmal. Da kann ich jetzt eh noch nicht so viel damit anfangen. Und die nächsten Statistiken. Das heißt, wenn ich hier die Defense ausreiche... Ach nee, das ist ja wieder nur die Gesundheit. Gut, dann machen wir hier jetzt den dritten aus dieser Reihe. Und okay, die Münzen sind schon mal ganz ordentlich. Das heißt, da geht es jetzt relativ schnell vorwärts. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit ich Diamanten nachbekomme. Und die Frage ist natürlich, ob dieses Gain XP, wie lange die laufen. Und das andere sind dann eben einfach so definitely not poisoned. Okay, aber sonst in den Hintergründen, die zwar irgendwelche Animationen haben. Rand Forest, Death Note TDL. Also das eine ist dann zumindest, dann verkaufe ich einfach mal die Sachen, die ich eh nicht irgendwie aktivieren kann. Und nehme erstmal die Sachen damit.
Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Block zu sagen, okay, möglichst viel Equipment, was dann ja eingesammelt werden kann und weswegen man dann die Tasche nach und nach ausbauen muss. Okay. Ah, das ist dann sozusagen so eine Art Level-Upgrade. Das heißt, deswegen war das auch so teuer. Ja gut, dann kann ich jetzt gleich die auf 100 sparen und dann dort auch ein großes Update kaufen. Das heißt, dann ist das ja auch Position 2 und dann gibt es hier letztlich die neuere Ausrüstung. Und dann schalte ich jetzt hier mal. Das heißt, ich habe jetzt 53 als Standardschaden und 112 als Critical Schaden. 120. Get XP vom Key. Das heißt, ich kann Keys in XP umwandeln. Ja, aber irgendwie ist es alles noch recht unpraktisch. Mal gucken, ob das Teil jetzt gleich verschwindet, wenn es abgelaufen ist. Und wahrscheinlich, nee, man kann es wieder verwenden. Okay, more follow DPS. Das heißt, der hier hat ja auch dann mehr DPS gehabt. Und hier kann ich jetzt auf 300 upgraden. Schwierig, das alles zu behalten, weil ich kann überhaupt noch nicht einschätzen, inwieweit wir verkaufen mal einen XP-Gain und behalten das Teil. Und ja, die Schlüssel, die ja für 5000, naja, das heißt, ich müsste wenn dann grinden, um 5000 Goldmünzen zusammenzubekommen, was jetzt noch nicht so schwierig aussah. Also es gibt da bestimmt schlimmere Grinds. Aber mal sehen, wie schnell das dann auch höher geht. So, dann schaue ich mir jetzt mal das erste. Ah, okay, das ist hier irgendwie dieses Multiplayer-Geschichte. Nehme ich an. Zombie Crasher. So, da werde ich mich mal noch ein bisschen upgraden. Defense hoch und Damage hoch. Ich weiß nicht genau, ob hier jetzt tatsächlich noch andere Mitspieler dabei sind oder irgendwie irgendetwas passiert. Was ich auch nicht sehen kann, wann und in welcher Form ich jetzt tatsächlich heile. Weil jetzt wird es langsam schon kritisch. Aber im Moment, ich habe hier. So, jetzt habe ich meine Verteidigung wieder aktiviert und jetzt bin ich gestorben. So, mal gucken, was jetzt passiert. Okay, also hier muss ich einfach langsam heilen dann. Das heißt, es dauert eine Weile, bis ich da wieder gesundet bin. Aber in der Zeit kann ich ja ruhig dann hier die niedrigen Level einfach ein bisschen laufen lassen. Okay, nehmen wir mal Luck noch ein bisschen hoch. Ansonsten. Okay, die Experience wird auf jeden Fall nicht weniger. 1 bis 2 Punkte gibt es hier auf jeden Fall trotzdem. Und Zombie Crasher, das ist doch gut. Das war doch bei dem einen vorhin. Oh. Wenn ich sterbe, scheine ich alle Gegenstände zu verlieren. Das ist ja blöd. Okay, also. Also der Tod ist an der Stelle, das heißt, das sind alles nur vorübergehende Elemente, die ich damit bekomme. Hier auf der Map kann ich die nirgendwo nachschauen. Und gehen wir nochmal rein. Genau, da war jetzt, da muss das Ding, das eine gerade aktiviert worden sein. Genau, Gordon Zombie Crasher, das heißt, da wird das Ding automatisch aktiviert. Was dann schon mal ganz praktisch ist. So, More Luck und Flower Shower. Das heißt, da ist es natürlich dann praktisch, wenn man tatsächlich einen ziemlich großen Rucksack aufbaut mit allen möglichen Sonder-Items, Extras und so weiter und so fort. So, Gordon Zombie Crasher, Sonderschaden. So, jetzt kann ich nochmal das More Luck noch aktivieren. Das heißt ja an sich, dass ich wahrscheinlich irgendwie bessere Sachen in der Kiste bekomme oder More for Less, das wollte ich vorhin schon mal haben. Aber irgendwie hatte das ja, glaube ich, nicht geklappt. So, dann gehen wir jetzt mal auf die zweite Stufe.
Während des Kampfes werde ich auf jeden Fall nicht geheilt, aber ich erleide auch aktuell keinen Schaden, weil ich genug ja, Damage dagegen habe. Ah, jetzt habe ich wieder nicht wirklich mitbekommen, was da jetzt passiert ist. Also hier lohnt sich natürlich auf jeden Fall schon mehr, und da es für mich keinen Schaden bedeutet oder ich halt keinen Schaden abbekomme, kann ich die hier einfach durchlaufen lassen. Was jetzt noch ein bisschen fehlen würde, ist mal eine Übersicht zu sehen, okay, wie viel Zwischenupdates gibt es noch für den Status Do Damage. Okay, das heißt, der wird wahrscheinlich auch direkt einmal Schaden verursachen. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Okay, Schaden bekomme ich auf jeden Fall auch keinen. Mal gucken, was passiert, wenn ich den umschalte auf Waffen. Ja, dann bekomme ich Schaden. Also das heißt, 15 Schaden ist ja im Moment das, was geblockt wird. Das kann ich gleich mal noch ein bisschen upgraden, bevor ich dann den nächsten Angriff versuche in diesem Multi-Level-Ding. Oder in diesem Multiplayer-Teil. So, also im Moment habe ich 100. 116. Also, da weiß ich noch nicht genau, wie sich das dann tatsächlich berechnet. Aber hier habe ich 20 Damage. Und einen Kumpan habe ich dann auch nicht mehr. Der ist dann auch wieder weg. Ach, wenn der gestorben ist, dann muss ich den wiederbeleben. Das ist ja auch wieder blöd. Sonst kann ich mir irgendeinen anderen kaufen. Aber ja, wenn der einmal gestorben ist, dann kriegt man den nicht wieder. Bin mal gespannt, was hier diese kleinen Felder noch bedeuten. Ich vermute mal, dass das noch irgendeine Art Ausrüstung ist, die da verwendet werden kann. Aber mal sehen, inwieweit im Spiel tatsächlich auch Diamanten freigespielt werden können. Theo, Hide and Seek. So, das sind jetzt natürlich wieder alles Elemente, die mir... Ich verkaufe mal das da und nehme das mit rein. Flower Shower ist auch kein klickbares. Und das Do Damage werde ich dann gleich in dem anderen Level probieren. Ansonsten fehlen hier noch 5000. Okay, machen wir hier mal noch ein paar Runden. Das werde ich nachher noch ein bisschen, denke ich mal, abkürzen. Weil da muss ich euch ja jetzt nicht die ganze Zeit mitnehmen. Das heißt, das Lohn da am Ende sind fast schon ja, die Kisten. Und wenn man das Equipment da drin verkauft, muss ich nochmal gucken, habe ich jetzt eigentlich hier noch ein More Luck habe ich nur und Do Damage. Dafür gut. Nochmal More Luck. Dann verkaufen wir das da noch und statten das damit aus. Ich wäre eigentlich lieber, dass ich gleich hier in der Karte neu starten kann. Das heißt, deswegen ist es dann wichtig, rechtzeitig zu fliehen, weil es natürlich die ganzen Sachen zu verlieren ist ein bisschen blöd. Das heißt, lieber rechtzeitig abhauen und dann im Zweifelsfall nochmal von vorne anfangen. Witch Beast. Aber die meisten haben hier überhaupt keine weiteren Icons oder Tokens. Key, maybe. Okay, was nehmen wir dafür raus? Dann nehmen wir das hier raus. Statten das aus. Mal gucken, ob damit dann letztlich die Chance auf einen Schlüssel, den man wahrscheinlich auch einfach gewinnen kann, vergrößert wird. Big Bang Theorie. More Fellow DPS. Na gut, die lassen wir jetzt erstmal weg. Okay, alles verkaufen. Okay, die Schadenswerte sind jetzt aktuell komplett.
Jetzt würde ich ganz gern, bevor ich ins nächste, aber ich kann leider von hier oben, ups, kann ich leider nichts wirklich einstellen. Gut, den kann ich nicht einkaufen. Hier könnte ich mir jetzt noch den 350er mal dazu holen. Das heißt, dass der mich unterstützt. Und dann ja, den mal gleich noch aufleveln, dass der noch ein bisschen mehr Schaden verursacht. Weil dann habe ich von dem schon mal mehr Schaden. Dann erhöhen wir noch den Blockwert. Okay, der ist jetzt mit 410, da gibt es auf jeden Fall dann das nächste Upgrade. Und dann noch die Gesundheit noch ein bisschen pushen. Okay, das ist jetzt auch bei 410, das heißt, das wäre jetzt sinnvoll, die Waffe erstmal nochmal. Glückwunsch, du gewinnst ein Key. More for less. Das ist ja schon mal klasse. Das heißt, dieser Key Maybe funktioniert auf jeden Fall. Also, mal sehen, wann sonst was gekommen wäre. Aber ich kann jetzt hier nicht die Karte nochmal neu spielen. Okay, aber das werde ich jetzt trotzdem nochmal machen. Zum einen das Luck noch ein bisschen hochbringen und den Damage. Vorhin hatte ich ja noch das Key zu XP, aber das ist jetzt natürlich erstmal unwichtig geworden. Gut, jetzt eben die Waffe nochmal hochbringen. Ha, gleich noch ein Schlüssel. Ein Debugger. Okay, verkaufen wir erstmal. So, dann mache ich jetzt noch die Waffe, bis sie auch auf ja, den letzten oder den nächsten Upgrade dann dazu bekommt. Und das Luck werde ich gleich mal wieder aktivieren. Weil wenn das natürlich auch nochmal hilft, dann ist es ganz praktisch zu sagen, okay, dass ich dann noch mehr Gegenstände am Ende bekomme. Ja, und schon habe ich noch mehr. So, More Fellow DPS, das war das, was wir vorhin schon hatten. Da verkaufen wir das dann nochmal und statten den aus. So, also der hätte jetzt normalerweise 49 DPS. Machen wir jetzt noch auf 50 hoch und schauen mal, wie viel der an Schaden, also 60, also 20% mehr. Und die Frage ist jetzt nur, wenn man das nur einmal aktivieren kann, aber das dann hier runterläuft, aber es die ganze Zeit aktiv ist, weil ich weiß nicht, ob das eine, ja, Wirkzeit hat. Okay, der ist jetzt auch gleich zu Ende und lässt sich gleich wieder starten. Also es scheint keine Begrenzung zu geben zwischen dem Cooldown und der Aktivität. Das heißt, man kann das jederzeit wieder starten. Genau, jetzt das alles noch zu verkaufen. Und jetzt gehe ich noch ein letztes Mal rein, um hier die Waffe vorher abzudaten. Okay, die ist noch gar nicht, also die braucht noch ein bisschen mehr Updates. Aber auf jeden Fall in dem Level komme ich schon ziemlich locker weiter. Und okay, 980 ist dort jetzt das nächste größere Upgrade. Das heißt, mit den Werten werde ich jetzt erstmal versuchen, dann diese andere Mission. Ja, und schon gibt es wieder einen Schlüssel. The Dreams and Prison Break. Alles verkaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, Zusammentreffen des Teams. Wer auch immer da dazu kommt. Weil ich sehe jetzt hier zumindest keinen Chat oder irgendeinen Hinweis. Okay, 10 Punkte verliere ich aktuell. Dann nehmen wir da mal gleich noch die Damage. Okay, hier ist die DPS ist jetzt schon runtergesetzt. Das heißt, also es ist nicht, ich weiß noch nicht, wie lange die Fellows und die DPS da funktioniert. Aber auf jeden Fall lässt die Wirkung nach, bevor dieser Cooldown abgelaufen ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich diesmal flüchten werde, falls ich hier, wobei wir sind jetzt schon beim vorletzten Gegner und neues Level. Ja, also das sollte jetzt überhaupt kein Problem mehr werden. Genau, dann
damit ist die abgeschlossen und ich gewinne sogar 3 Schlüssel an der Stelle. Und ja, Catch Me und Master Chief sind jetzt hier mit dabei. Aber das hier, das werde ich jetzt mal verkaufen und werde dann lieber das Catch Me mal mit reinnehmen und verkaufen. Ach ja, das Do Damage wollte ich ja einsetzen. Naja, das war jetzt nicht so weit notwendig. Okay, All for One. Das ist jetzt das erste Multiplayer, was dann abgeschlossen worden ist. Was auch immer das genau für eine Bedeutung hat. Und hier willst du sie verwenden, um den Ort freizugeben. Ja, ich will einen Schlüssel verwenden. Habe ja jetzt schon 6, beziehungsweise jetzt nur noch 5. Ich sehe leider hier im Spiel nicht, wie viele von den Errungenschaften ich bereits abgeschlossen habe. Ich kriege immer nur so kurz unten rechts angezeigt halt von Steam, inwieweit die Errungenschaften dort schon durch sind. Da werde ich jetzt mal kurz schauen, weil auch wenn ihr das nicht seht, kann ich das natürlich in dem Overlay kurz anschauen, weil da sind jetzt schon mehrere. Also was sind jetzt schon abgeschlossen? Das heißt die Open Location, das war gerade das letzte, wo ich den Schlüssel ausgegeben habe. Das heißt Borgla, dann Voisey, Read Information About the Outdoors, das habe ich auch schon gemacht. Animal Trainer, das heißt By Pet, das heißt, dass ich diesen einen Unterstützer da gekauft habe. Average ist 1000 Klicks und Complete First Location und Complete Multiplayer Location. Okay, das hat beides funktioniert. Das heißt, 6 von 19 Errungenschaften sind damit bereits abgeschlossen. Und dann auf zur nächsten Mission. Match TV, wow. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie und wo man Keymaster, ob man von dem dann schneller noch Schlüssel gewinnt. Aber zumindest ist jetzt keiner direkt gedroppt. Ja, auf jeden Fall ist es hier dann den nächsten Block zu erhöhen, damit ich weniger Schaden erleide. Aktuell kommt ein Schaden von 9 Punkten durch. Okay, damit ist wieder, ich bekomme wieder einen Schlüssel. More Fellow DPS interessiert mich ja nicht. Lily and Stitch, Big Bang Theorie. Okay, also regenerieren tue ich mich hier auch schon wieder. So, ich werde jetzt die normale DPS und die DPS pro Sekunde dann noch ein bisschen hochsetzen. Hier ist dann nachher die Frage, mal gucken, von den Kumpanen letztlich, inwieweit die nachher dann sehr viel günstiger sind, hier mit dem 20er einzusteigen. Aber der hat jetzt schon 2 Slots, die letztlich hier noch bedient werden können. Aber er ist noch nicht freigeschaltet. Genau, das waren jetzt die Zwischengegner. Letztlich 4 Stück. Und er ist dann sozusagen der Supergegner gewesen von dem Multiplayer-Teil. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes als alles zu verkaufen, weil da ist jetzt nichts, was irgendwie was Interessantes boostet. So, was passiert jetzt? Okay, hier brauche ich 5 Schlüssel, die habe ich zwar schon, aber da gehe ich jetzt noch nicht rein. Dann gehen wir mal Richtung Dinosaurier weiter. Mal gucken, was hier überhaupt... Es wäre interessant, wenn hier irgendwo noch was anderes auch ausgelöst werden kann. Mal schauen, ob da noch was kommt. Also 41 Erfahrungspunkte habe ich jetzt aktuell und... 71, das heißt 30 Erfahrungspunkte hat mir jetzt ein so ein Monster gebracht. So, dann steige ich eh gleich wieder auf. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, ob ich eigentlich komplett geheilt werde, wenn ich ein Level aufsteige. Aber das dürfte jetzt in dem Level nicht mehr passieren. More DPS, more Def, more, also mehr Lebenselemente waren das ja, weil Def war, na wo ist es? Genau, Def war mehr Leben. Ah ja, richtig, sollte ich ja auch mal wieder ein bisschen dazu nehmen. Aber hier teilt es immer nur so um einen Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die schneller werden.
Aber das, also wenn diese Moore sozusagen nur ja vorübergehend sind, dann ist es auf jeden Fall nicht so spannend. Da ist das Moor Lack wahrscheinlich spannender. So, da hinten, da kommt jetzt wieder so ein mit so einem Bobble. Das heißt, das muss so ein Multiplayer-Teil sein, was aber wahrscheinlich auch schwieriger dann ist. Deswegen sind die Bossmonster da stärker. Und wenn man dann letztlich dann doch nur alleine da rumklickt, dann kann es schon gefährlich werden. So, dann erstmal hier die Blocks weiter hochbringen. Okay, aktuell erhalte ich noch ja, so 15 Schaden, die hier durchkommen. Das heißt, deswegen ist es ganz gut, auf die Verteidigung zu achten. Aber im Moment machen die zum Glück keine größeren Sprünge, sodass es recht leicht fällt, dort auch zu überleben und rechtzeitig dann die Flucht zu ergreifen. Ja, der hat Big Bang Theorie. Das, was man vorhin schon. Ah, Moment. Oh, zu spät. Ich wollte noch die. Wollte noch die Lackdinger aktivieren. Naja, machen wir jetzt gleich nochmal. Naja, ich guck mal rein, wie schwierig das ist. Mehr Spieler. Spieler 1, DPS. 270 Damage. Ja, aber das bin doch dann nur ich, oder? Okay, also dann lieber flüchten. Ja, ich will flüchten. Okay, das ist jetzt auch eine Errungenschaft. Ein Erfolg freigeschaltet. Chicken, geflohen wie ein Hühnchen. Ja, also die Multiplayer-Sachen sind, wenn man die alleine spielt, natürlich dann noch nicht so praktisch. Und hier mal noch den Blockchain-Stock hochbringen. Okay, jetzt habe ich glaube ich aktuell noch 10 Schaden, 11. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eigentlich Schaden genommen habe, als ich geflohen bin. Aber das wird mir jetzt auch schon wieder ein bisschen zu. Wo habe ich denn jetzt? Ah, also es wird zumindest ein Teil geheilt. Also ich bekomme keine volle Gesundheit zurück, aber wenn ich im Level aufsteige, bekomme ich einen Teil der Gesundheit zurück. Gut, dann werde ich jetzt gleich mal noch, Moment, jetzt erstmal noch das Lack aktivieren, damit ich hoffentlich da ganz gut Items bekomme und auch eine größere Belohnung. So, mal gucken. Okay, nur ein Item, schade. So hat das jetzt nicht funktioniert. So, der Key Maybe hat jetzt auch schon nichts mehr gemacht und das Do Damage wollte ich auch noch einsetzen. Wieder zurück zur Mappe. Zur Map. Die Mappe. Map. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich schon alle Welten sind oder ob das jetzt eine Welt ist. Also mal schauen. Dann gehen wir mal die nächsten fünf an und gucken, wie schwierig das hier wird. Okay, 30 Schaden, um Gottes Willen, weg hier. Okay, das heißt, hier hat es noch ganz easy funktioniert. Habe ich aktuell noch 4 Schaden. Das heißt, da muss ich das bloß ein bisschen hochnehmen. Und dann kriege ich eh fast keinen Schaden mehr. So, dann will ich jetzt nochmal das mit dem Damage ausprobieren. 9000 Damage hat das Ding verursacht. Damit lässt sich schon einiges anfangen. So, dann müsste ich jetzt gleich wieder Erfahrung sammeln. Can't catch this. Need Shampoo Shower. Okay, alles verkaufen. Okay, aber das ist dann an der Stelle auch noch zu umständlich. Das heißt, wenn dann lieber hier. Das heißt, da sollte ich keinen Schaden mehr abbekommen und kann dann ja letztlich einfach das Spiel soweit idlen lassen. Ja, aber ich würde sagen, das reicht so für den Anfang. Also es ist ein neues Clicker-Game, in dem ich die Ausrüstung nach und nach aufpolieren kann, natürlich hier mein Level verstärken kann.
okay, dann muss ich noch ein bisschen mehr dazu machen, so ein bisschen das DPS wieder anheben, damit ich vor allen Dingen, wenn ich hier idle und nicht selber spiele, natürlich den Vorteil habe, dass das möglichst alleine ohne mich dann schnell die Monster killt. Ja, das Einzige ist natürlich, lange idle lassen kann man das auf der anderen Seite wieder nicht, weil jedes Mal muss ich ja das Level neu anfangen. Das heißt, das nützt mir, also das Spiel alleine spielen lassen geht relativ wenig, weil man muss es dann immer wieder einsammeln und aktivieren. Get XP vom Downgrade. Da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Also vor allen Dingen, was da downgegradet wird. Also dann verkaufen wir das da und ich nehme das mal rein. Und das verkaufen wir auch. So, okay, jetzt kann ich das hier natürlich wieder nicht aktivieren. Dann gehen wir mal sicherheitshalber in eine etwas schwächere und gucken mal und mal schauen, was hier downgegradet wird. 350 ist jetzt der, die Waffe. Oder ist das das Hemd gewesen? Also ich weiß nicht genau, was da jetzt runtergenommen wurde. Müsste ich nachher im Video auch mal noch vergleichen. Welcher Wert dort abgenommen hat. Ne, das war Downgrade, weil den hatte ich auf jeden Fall schon auf 2000. Das heißt, hier ist eins runtergegangen und dafür habe ich XP bekommen. Das heißt, letztlich die 183 haben mir 300 XP eingebracht. Okay, also das soweit ja, für den ersten Blick auf das Spiel. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Reinschauen und Ausprobieren. Und bin mal gespannt, ob das jetzt die eine Karte, die ganze, oder beziehungsweise tatsächlich nur die erste Map ist von irgendwie 20, was ich gelesen habe. Und ab wann es die Möglichkeit gibt, die Diamanten freizuspielen. Oder ob das dann letztlich hier sozusagen das große Hemmnis ist, zu sagen, okay, nur wer Geld ausgibt, hat auch die Möglichkeit, möglichst viele unterschiedliche Gegenstände einzusammeln und das lässt sich dann nicht freispielen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!